Ist ja ganz unten. Wie ganz unten? Ich bin gerade erst online gekommen. Herzlich willkommen zum Mittagsstream. Oh! Hä? Es ist erst 0:04? Okay. So geht jetzt weiter. Ist das Sternenlicht? Würdest du bitte Metal richtig schreiben, Mensch? Öffnet sich für uns jedes Tor. Und weiter durch die Dinge werden. Und in unsere Völker in den Horizont. Wir gehen gemeinsam um unsere Himmelszeit. Und weiter durch die Dinge werden. So wie Sterne, so grenzenlos und frei. Und siehst du sie aus der Ferne, findest du sie ganz nah herbei. Und es sind schwer, bis sie endlich zum Entdecken. Was für ein Programm? Leute, ihr wisst doch genau, dass ich auf YouTube keinen, auf Juno keinen aktiv verfolge. Scheiße, ich verfolge ja nicht mal mehr auf YouTube groß die Leute aktiv. Evolution. Ich war an deiner Seite, von Anfang an war ich bei dir. Oh, oh. Ich kann es dir nicht sagen, da es jeden Monat mehr ist oder weniger. Es ist doch egal, ich kann davon leben, das weiß. Bist. Leute, man kann die Frage nicht beantworten, wie viel man mit Juno oder YouTube verdient. Erstens mal ist es illegal. Dafür kann ich einen Bann auf Juno oder YouTube kassieren. Ich verdiene genug, um davon zu leben. Allerdings habe ich mir auch über Jahre hinweg
das Ganze aufgebaut. Weitergehen. Genau wie alles andere braucht es Zeit und Arbeit, die man da reinsteckt. Ob das Arbeit ist im Auge des Betrachters, ist natürlich immer die andere Frage, aber letzten Endes steckt auf jeden Fall sehr viel Zeit und sehr viel Zeug drin. Die Frage kann man dir also nicht beantworten. Die Tore, immer jeden wieder ersetzt. Ohoho. Das ist eine gute Frage, ich habe aber selber keine Ahnung. Ich denke eigentlich, dass er eine Show abzieht. Ob er das wirklich real so glaubt, schwer zu sagen. Ich glaube, er spielt ein Spiel. Ich glaube, es ist für ihn sowas wie für mich damals die Drachenlord-Rolle. So muss es weitergehen. Da wird dir beistehen. Irgendwann unbesiegbar sein. Das ist die Magie. Fang bitte gar nicht erst an mit diesen Aussagen, kommst du Discord? Ich komme nicht Discord, der Discord-Server ist für euch da. Das ist alles. Ich habe den nicht gemacht, um da jetzt mit hunderten Leuten plötzlich rumzugeiern und zu sagen, ich hock mich da jetzt jeden Abend rein. Ich bin online, ich habe ihn da, ich habe ihn auf dem Bildschirm, wenn ich auf meinen Button klicke, auf mein Icon, aber ich bin da nicht jeden Abend drin. Fang bitte gar nicht erst an, mich das zu fragen, weil ich werde diese Fragen ab sofort ignorieren. Du bist ja gut ignoriert, das wissen wir alle. Wirst du dann schon merken. Tolles Lied, ja. Die Magie. Weiß jemand, wann ich den Freespin machen soll? Wie machen soll? Mach ihn, wann du willst, wenn du willst. Ist doch deine Sache. Unbestechlich nennt man sowas. Na, ich hoffe, wenn nicht, dann kommt es nicht gut, was für ihn ausgehen. Und wäre schade für ihn. Das stimmt. Das ist richtig. Unser Paradebeispiel für den Kampf gegen die Hater. Also der Song. Können Sie mal mit uns reden, Herr Lord? Wenn du mich Herr Lord nennst, mit Sicherheit nicht. Außerdem, was willst du eigentlich von mir? Kannst du mal mit uns reden? Ich lese jede Frage vor, Alter. Was willst du eigentlich von mir, ey? Sag mal. Die Kraft in dir, die dich weitertreibt, du siehst eine fremde Welt. Das ist dein bestes Geben, also sei bereit. Zu dir hält, wir werden Sieger sein. Wir haben's drauf, wir gehen durch dick und dünn. Wir geben nie auf, wir bleiben stark und bleiben Freunde, sonst Ende dieser Welt. Na, die Reise muss weitergehen. Lauf nicht weg, denn wir kämpfen für den Sieg. Und du wirst sehen, es wird geschehen, wir werden siegen, bleib einfach dran. Heute bist du sehr textsicher. Textsicher war nicht das Problem gestern. Das Problem war die Improvisation. Okay, ich beobachte das mal. Was? Ich beobachte das noch mit Abstand. Okay. Hat der Baum hinter dir keine Beleuchtung? Noch nicht. Die dich weiter treibt.
für diese fremde Welt. Wir haben noch nicht Dezember, deswegen wird es noch eine Weile dauern, bis ich ihn schmücke. Du wirst schon sehen, das kommt doch alles noch. Wir werden es sehen, es wird doch geil. Ich freue mich auch schon richtig drauf da drüber. Wirst schon sehen, der wird doch noch richtig geil. Es ist noch nicht an der Zeit dafür. Und du wirst zu früh. Bin ja alle besser als gestern. Schade, dass du keine Formate mehr hast, wie auf YouTube wie früher. Man muss nicht mehr bei den Hatern bedanken. Dieses ständige Genörgel hat irgendwann so lange an mir genagt, bis ich irgendwann keine Lust mehr hatte, mir die Mühe dafür zu machen. Wann streamst du mal wieder mit Hut und den geilen Beleuchtung? Ist euch eigentlich was aufgefallen? Sagt mal. Das steht schon die ganze Zeit da. Ich warte eigentlich darauf, dass das jemand bemerkt. Aber es merkt anscheinend gar keiner. Obwohl, ich habe es in meinem Vlog erwähnt, ne? Aber hat den Vlog überhaupt jemand gesehen, den ich hochgeladen habe? Doch im 30. kommt der Tag. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Hab's schon im Vlog gesehen. Ja, eine Lampe. Was, eine Lampe? Ja. Habt ihr es eigentlich richtig gesehen? Ach. Da steht Drachenlord drauf, ne? Mir wäre zwar Drache offiziell besser lieber gewesen, aber hey. Ach so. Kennen, was ich bin. Dann kennt ihre Höhe, bleiben ihre Flügel aus. Bin bereit, es ist zu weit, es wird mein Ziel erreicht. Und dieses geile Schild habe ich ja auch dazu bekommen. Achtung, freilaufender Drache. Richtig geil. Und dazu noch dieses kleine. Einen kleinen Anhänger, ich weiß noch gar nicht, wo ich den hin mache. Okay, für sie mit. Deine Zeit verlieren, ich muss mein Ziel erreichen. Mega, auf jeden Fall, mir gefällt es total gut, ich finde es sau cool. Wird dann mein Weg noch sein? Aber wisst ihr, was krass ist? Das denke ich schon in der letzten Zeit permanent. Und zwar habe ich in der letzten Zeit sehr oft das Gefühl, dass sich YouTube für mich auf eine Art und Weise verändert hat. Ich finde auf YouTube keine Videos mehr. Und keine neuen YouTuber. Ich bin so festgefahren auf die aktuellen YouTuber, die ich so schaue. Und dann gibt es auch viele, die halt nochmal weitermachen, wie Tuttle zum Beispiel oder Lord Abaddon, wobei natürlich, Lord Abaddon ist natürlich wieder so ein Special-Thema. Aber es ist halt schon krass eigentlich irgendwie. Ich finde da irgendwie niemanden mehr. Das ist ganz merkwürdig. Ich bin auch nicht mehr so, ich schaue auch gar nicht mehr so viele YouTube-Videos. Ich habe das Gefühl, YouTube ist ungefähr 200% kleiner geworden irgendwie. Servus Tina. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich selber jetzt das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sehe, weil ich selber so groß bin. Auf YouTube. Oder ob das irgendwie an was anderem liegt. Auf jeden Fall kommt mir das so vor.
So, übrigens war das jetzt Absicht, dass ich mein Kopftuch mit ausgezogen habe. Ganz nasses Kopftuch drauf gehabt. Montana Black ist ja eigentlich kein Gaming-YouTuber, ist ja eigentlich ein Streamer. Klar, er macht auch Videos auf YouTube, das weiß ich. Aber der ist ja mehr Streamer als YouTuber. Wobei, das bin ich mittlerweile eigentlich auch. So, ich habe jetzt schon den, ich habe übrigens die E-Mail heute bekommen, also jetzt heute Nacht, dass es mit dem Vertrag gekündigt ist, mit meinem alten Anbieter. Ich hoffe, jetzt kriege ich bald die neue E-Mail. Und wenn alles gut geht, sollte das innerhalb der nächsten Woche erledigt sein. Hoffe ich. Das wäre sau cool. Wir drehen auf, wir halten fest zusammen, jeder von uns muss ein Kämpfer sein. So. Ich bekomme Ideen und dann, was? Ich bekomme Ideen und dann schaue ich, ob ich dazu was finde im YouTube. Hat sich aber etwas verändert dort, das stimmt. Das liegt nicht nur an mir quasi. Heute geht es dir besser als gestern, oder? Die Situation hat sich geändert. Zum Positiven. So, Masavana, Dankeschön. Wir halten fest zusammen, jeder von uns muss ein Kämpfer sein. Wir drehen auf, wir einsam sind wir stärker. Powerwolf ist cool. Powerwolf ist mega geil. Kriegst du eigentlich noch viel Fanpost? Ja, es geht. Heute kam wieder was an. Ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Freut mich, hier mal schreiben zu können. Danke. Kein Ding. Strelig, Dankeschön. Na, das ist ja nicht Stück für Stück. Mach mal Fanpost im Stream auf. Hä? Mach ich doch alle paar Wochen mal. Erreichen. Nach der Augenblick, dann wird es für mich kein Zurück. Dann dein Weg noch sein. Ich hab doch erst diese Lichtkugel gezeigt. Danken fliegen höher, hatten ihre Flüge aus. Ich bin bereit, es ist soweit, ich hab mein Ziel erreicht. Sag mir bitte nicht. Ich habe jetzt schon ein Wunder gedacht, dass da hinten eine Spinne vorbeirennt.
Jetzt im Moment, wo es so kalt ist, tauchen überall so fette Spinnen auf in meinem Haus und ich hasse Spinnen. Echt? Gehst du auf Rammstein-Konzert? Na dann, viel Spaß. Huha, Spinnen. Ja. Ja, vor allem wenn man Arachnophobie hat, so wie ich. Ich will ja nicht unbedingt, dass sie sterben. Ich will sie durchaus am Leben lassen, aber ich will sie nicht in meinem Zimmer haben. Ich habe im Badezimmer eine, die ist so fett. Also das ist wirklich so ein Oschi-Viech. Das macht mir gar nichts aus. Die hat ihr Netz, ja, in dem hockt die drinnen. Und das ist mir scheißegal, da kann die drinnen hocken, solange kannst du drinnen hocken, bis es schwarz wird von mir aus. Ist mir egal. Nur eine Redensart. Und aber wenn die hier reinkommt, dann ist sie freiwillig. Weil die hat in diesem Zimmer hier nichts verloren. Halleluja! Es ist spielbar! 300 Jahre habe ich jetzt drauf gewartet. Wisst ihr, was witzig ist? Eigentlich wollte ich heute Destiny aufnehmen, also Destiny 2. Meint ihr, das wäre jetzt endlich mal fertig hochgeladen gewesen, runtergeladen gewesen? Das hat irgendwie immer so bloß einen Streifen gehabt, hat sich aber nicht fertig runtergeladen, warum auch immer. Krabbeltiere gehören nach draußen, weit weg von mir. Die haben auch ein Recht zu leben. Ich möchte sie bloß auch nicht unbedingt in meiner Nähe haben. Also nicht in meinem Zimmer hier. So, naja, hätte die besser nicht gemacht. Was? Ich konnte letztens live sehen, wie erst ein Faden zu meinem Laptop geschossen wurde und dann genüsslich da lang die Klappe kam. Oh, das hört sich jetzt so geil an. Boah, wisst ihr, was ich unheimlich finde? Spinnen, die fliegen. Kennt ihr das? Spinnen, die hatten wir schon mal vor einiger Zeit, glaube ich, das Thema. Spinnen, die fliegen. Es gibt wirklich Spinnen, die hängen so eine Art Fallschirm in den Wind, hängen sich unten dran und fliegen mit dem weg. Das ist im Sommer oder im Frühling sieht man das sehr oft. Boah, Alter, ohne Scheiß. Ich habe das, glaube ich, sogar mal in einem Vlog gezeigt. Oder wollte das zumindest zeigen. Da bin ich auf einer Wiese spazieren gegangen. Es war vor 2 Jahren oder was. Und da kamen zwei Spinnen hintereinander so vorbeigeflogen. So. Also, quasi. Na, Handy. Das ist krass. Die kleinen Spinnen haben muss. Ah! Das stimmt fein nicht. Die giftigste Spinne der Welt ist bloß ungefähr so groß. Ja, und das Vieh ist die giftigste Spinne der Welt. Weiß jemand, was die giftigste Spinne der Welt ist?
Tatsächlich ist es genau andersrum. Umso größer die Spinnen, umso harmloser ist das Gift. Also es ist genau andersrum quasi. Ich glaube, das stimmt zwar so auch nicht zu 100%. Die schwarze Witwe, ganz genau. Und die ist tatsächlich bloß ungefähr so groß. Also die giftigsten Tiere der Welt, die giftigste Spinne der Welt ist definitiv nicht, nicht eine riesige Spinne. Und wusstet ihr, was lustig ist? Wenn man es genau nimmt, ist eine Tarantel, ne? Ihr kennt ja alle diese typische Tarantel, ne? Die typische Tarantel, die ist gar nicht so giftig eigentlich. Es tut nur höllisch weh, wenn die einen beißt. Die ist angeblich, also kann sein, dass ich mich täusche, die ist aber, glaube ich, einfach nur so, ungefähr so giftig wie eine Biene oder eine Wespe oder so. Nur, dass die halt fette Kiefer hat, wenn die dich beißt, ist halt höllisch weh. Außerdem ist bei der Tarantel, es gibt das Gefährlichere bei den Taranteln. Oh, jetzt müssen wir gleich das Thema wechseln, weil das Gefährliche bei den Taranteln ist nicht das Gift, sondern die feinen Härchen, die sie auf ihrem Rücken und auf den Beinen hat. Also die hat ja so diesen Arsch, ne, diesen fetten Hintern, und darauf hat sie so Härchen und auch auf den Beinen. Und die kann sie bei Gefahr absprengen. Und wenn die in den Mund, Hals oder so oder in den Augen geraten, hast du echte Probleme. Schmetterlinge sind schon, es gibt auch giftige Schmetterlinge. Ich mag mal den Käfer. Allein im Regen. Nee, deutsche Taranteln ist gefährlich. Deutsche Taranteln, du meinst die dann kleinen Schwarzen? Ratten sind viel schlimmer. Jeder hat so seine Probleme. Ich mag zum Beispiel auch keine Schlangen. Schwarze Mamba ist ja die. Schwarze Mamba oder Inland-Taipan? Einer von den beiden ist die giftigste Schlange der Welt. Ich glaube, es war der Inland-Taipan. Viele kennen ja immer die Kobra als giftigste Schlange der Welt, aber das stimmt gar nicht. Kobras gehören natürlich mit zu den giftigsten, aber die giftigsten sind tatsächlich. Ich glaube, die obersten fünf Plätze sind tatsächlich. War es eine Königskobra oder Speikobra? Eine von beiden ist Platz 5. Dann kommt eine Klapperschlange, dann kommt noch irgendeine andere und dann müsste irgendwann eine schwarze Mamba und der Inland-Taipan kommen. Kotzkobra, naja, die heißt Speikobra. Die heißt so. Das liegt daran, dass die weniger beißt, sondern mehr ihr Gift spuckt. Frösche sind gefährlich. Ah, Frosch! Ja, tatsächlich sind Frösche auch verdammt gefährlich. Es gibt verflucht giftige Frösche. Ich habe Lust auf was anderes, wartet mal. Mal schauen, ob ich den Song gleich finde. Einfach mal lustig auf One Piece, hätte ich mal Lust, wieder das Lied zu hören, weil ich das so geil finde. Das ist mein Lieblingslied aus One Piece übrigens, nebenbei bemerkt. Ist es das ganze Lied? Ich glaube schon, ne? Ja! Ich liebe diesen Song. Einen rum, schnürgen ihm die Flasche drum und der Mantel übers Meer, das lieben wir so sehr. Die
jetzt die Wege werden gleich gesetzt. Das Feind der Meer ist unser Glück, wir legen wir nicht zurück. Wir segeln einmal um die Welt, machen nur, was uns gefällt. Gold und Silber glänzt das Meer, das lieben wir so sehr. Ich erledige meinen Job gewissenhaft. Dazu gehört aber auch, Leute vorher zu warnen, bevor sie zerpanzt, ne? Wenn sie spammen. Gönn dir, mach ich immer. Captain Binks will einen rum, ich bringe ihm die Flasche drum. War es am Anfang. Was ist los mit euch? Wir sind ja nur noch ein Quartett. Trio. Trio. Duett. Duett. Solo. Ach ja. Was soll das? Ihr könnt doch den Pianisten nicht allein lassen. Auf mein Schiff kommen nur Männer, die Musik mögen. Wir sind die Rumba-Piraten. Wir schaffen es, auch weinende Kinder wieder zum Lachen zu bringen. Na boom! Das Lied ist auch so geil. Das Maximum an der Hustle Castle Gilde? Ja, soweit ich weiß schon. Kann man, soweit ich weiß, nicht erweitern. Aber
bedenkt, dass die Gilde auch erst gegründet wurde. Außerdem glaube ich, dass das vielleicht nochmal erweitert wird, weil das Projekt, nicht das Projekt, das Spiel ist ja relativ neu. Das kam, glaube ich, erst dieses Jahr raus oder so. Da gibt es mit Sicherheit noch einen ganzen Haufen Updates in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Fersengold gibt es ein saugeiles Lied, was ich liebe. Fersengold gibt es ein richtig geiles Lied. Sag an. Nee, sage nicht an, spiele ich gleich, wenn das Lied aus ist. Mist, hoffentlich kann ich irgendwann nachrücken. Vielleicht. Mich hat tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es lange gedauert hat, bis die Gilde offen, bis die Gilde voll war. Ich hatte gedacht, die ist innerhalb von ein paar Stunden voll. Hat tatsächlich 3 Tage gedauert, bis sie voll war. Also nicht, dass es jetzt eine Beschwerde ist. Hab mich nur überrascht. Haben wir wieder Barren für dich besorgt. Für übertreibst du immer so. Hall, habe ich schon übersehen, dass du mir was rausgehauen hast. Dankeschön. Danke, Remy. Ich war einfach langsam. Danke, Remy. Hier, mein Lieblingslied von Fersengold. Das ist so ein geiler Song. Ich mag von Fersengold generell viele Lieder, aber das Lied ist richtig geil. Wisst ihr eigentlich, was genau mich zum Metal hingezogen hat? Also wie die Faszination für Metal entstanden ist? Habe ich das jemals erzählt? Wieder der Freiheit entgegen. Vor allem, warum ich genau zum Pagan-Metal gekommen bin. Frucht. Danke, Remy. Sehen wir uns gar nicht. Nee, ein Fass voll Wein. Ein bisschen noch. Echt? Du hast letztes Jahr Konzert? Cool. Meine Faszination für Mittelalter und für so Gemeinschaftssachen wie eben Piraten oder halt generell Seemannssachen, so Seemannslieder, so Ritterzeitalter, wo man eng zusammensitzen musste abends, weil es halt kalt wurde draußen, selbst in den Burgen kalt war. Allgemein diese Minnesangzeit und dieses ganze Zeug,
meine Faszination für das Ganze hat mich dann zum Pagan-Metal irgendwann gebracht. Was ich bis heute liebe, wie sonst was. Das ist einfach geil gewesen. Und dann noch voller waren wir. Das macht lustig. Ist der von der Reling gefallen? Mit. Fast voller Wein. Na, komm her. Hoch auf geschissen, es könnte noch viel schlimmer sein. Skull. Reling entlang. Prachtraum gestohlen. Uns Fässer zu holen. Fast voller Wein, marsches Holz zwischen dir und den Fischen. Und allein, Himmel entrissen, hoch aufgeschissen, es könnte noch viel schlimmer sein. Hat den Gashändler gespielt. Voll. In Meeren begossen. Ich sollte nicht allzu. Ich sollte nicht allzu besoffen tun, sonst glaubt das noch jemand. Und ein volles, fast lieblichen Wein. Ein fast voller Wein. Morsches Holz zwischen mir und den Fischen. Sag mir ein was sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn du die richtige Zahl hast, spende ich dir alles auf einmal. Remy, du weißt, dass ich so einen Blödsinn nicht mache. Fast voller Wein, morsches Holz zwischen. Da ist wieder die Fliege, soll sie taufen. Was? Rissen hoch auf geschissen. Das ist doch keine Fliege auf der Kamera, oder? Ja, das Lied ist geil, ich liebe es. Ah. Doch noch eine Antwort bekommen um die Uhrzeit, krass. Ach, lange nicht mehr gespielt. Und jetzt zur Weihnachtszeit passt das Lied sowieso gut. The Last. Ich mach mal keine Pizza mehr, Alter. Bin satt. Ja, ich weiß, dass es euch nervt, dieser Song. Ich spiele ihn zu oft. Aber das muss mal sein. Er ist geil und ich liebe es. Das Buch ist besser als der Film, doch es ist so richtig geil. Ich liebe es.
Ein richtig geiler Film. Das Buch ist aber echt besser als der Film. Ich bin halt einfach gut. Was? Soll ich mich bei ihr bedanken? Ich habe gesagt, dass ich diesen Listen nicht mache. Ah, du bist doch wahnsinnig! Jetzt hat er 5000 Ballern aus, der Verrückte. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Es gab Cordon Bleu. Es gab Cordon Bleu mit Pommes und Kroketten. Pommes und Kroketten habe ich noch. Also ich bin mehr als satt. Ich schaffe nicht einmal das. Ich mache aber sowieso immer zu viel. Es ist lästig, wenn man selber kocht und dann für sich selber und dann immer... Das ist nervig. Ich würde lieber für jemanden kochen. Future this past. We were the last crumb. Ouch. Into the sky where blue. Doch Gemüse, logisch. Krautsalat habe ich auch dazu gegessen. Ach ja, komm. Guter Song. Halt sie ganz fest, keine Angst. Ich hüten, will dich beschützen. Ich mach bloß die Stunde noch voll und dann gehe ich offline. Ich muss noch duschen heute. An dem Namen halt ich dich schön warm. Pommes und Gemüse. Genau genommen hast du recht. Mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. Von heute an für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz. Nun. Bekommst du Besuch? Was? Nee, ich habe morgen Termine. Also den dusche ich in der abends normalerweise jeden zweiten Abend. Warum ich die um die Uhrzeit noch duschen gehe? Weil ich mich ins Bett legen will irgendwann auch mal. Sie trauen nicht, was sie nicht verstehen. Was sind verschiedene unserer Seelen? Sind mit verschiedenen Sonnen eins. Dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. Von heute an für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz, nun bist du hier bei mir. Denn dir gehört mein Herz, nur dir. Das habe ich noch nicht gehört tatsächlich, muss ich sagen. Vorletztes Lied.
Ja. Blaues Tuch, wenn er das da steckt. Rind da steckt. Pur ist super. Ja. Die sind richtig geil. Der Song ist vor allem geil. Der sagt so viel aus. Der ist so geil. Der drehst du Verstärker auf 12,5. Wenn du meinst. Erlernt hast vor lauter Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland, eine eigene Reise, mir ins Abenteuerland. Intellekt kostet den Verstand, auf deine Weise. Servus Bob, alles klar bei dir? Abenteuerland. Der Wind hat in ein Bild, das ein mieses Lied, jeder Mann schreibt, füllt er an der Zauberkraft. Im Spiegel noch grinst, ins Abenteuerland, meine eigene Reise, ins Abenteuerland. Löschzweck, nicht Löschzweck, Gasadler. Komm hier raus, ich zeig dir was. Das Abenteuerland, Peter, Herr Pan und Captain Hook, mit 17 Feuerdrachen, alles willst du sehen, wenn du willst. Freut mich, wenn er dir gefallen hat. Kannst flippen, flitzen, fliegen und das erste Pferd kriegen. Danke für deinen Stream, habe mich gefreut, hier sein zu können. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal und lass dein Lied. Was? Und lass dein Licht brennen. Hey, wieso soll ich das Licht brennen lassen? Mit deine Weise ins Abenteuerland, eigene Reise ins Abenteuerland, ein Tipp kostet den Verstand. Gute Nacht! So. Abenteuerland, eine eigene Reise. Step den Verstand. Was mache ich dann als letztes Lied? Boah, hier sind so viele gute Lieder. Das ist einer der Gründe, warum ich es hasse, mich für Musik zu entscheiden, weil es so viele gute Lieder gibt. Aber ich glaube, nach Pur mit dem Lied ist, glaube ich, das Pur hier ziemlich geil. Ich wollte nie das Lied, meine ich. Immer mich zu Wege gesetzt. Und aus
Boot ist hart wie Stein. Uns doch ein Ding aufgeweckt. Irgendwo tief in dir bist du ein Kind geblieben. Oh ja. Ich weiß, der Text war falsch, aber der Rhythmus passt zum Glück. Tolle Lieder heute, freut mich. Heißt nur, dass Rainer mich zum Mod gemacht hat, was? Meeresgrund, fliegen Fische auf das Meer. Ich hab keine Ahnung, was ich heute machen soll. Ich liebe diesen Song. Könnte ich nur besser singen, das wär's. Es wär so wunderschön. Den Rhythmus hätte ich auch drauf. Oh yeah. Wenn ich besser singen könnte, wäre das vielleicht echt schön, ey. Stream, was? Irgendwo tief in dir wirst du es nochmal sehen. Das Kind in dir wird immer bei dir sein. Du musst es nur freilassen. Du wirst schon sehen, es wird dir Spaß machen. Und dann schau doch auch mal hin, wo es immer noch sein kann. Schöner Stream, dankeschön. Ich bleibe in der Dunkelheit und warte auf das Morgen. Das hat mit brav und nicht brav nichts zu tun. Dann spiel ich mit dem Sonnenschein, der silbern sich nur. Es kommt nicht auf den Rhythmus, sondern die Gefühle an. Der Rhythmus ist schon sehr wichtig. Der Rhythmus ist wichtig. Die Noten zu treffen ist wichtig. Der Rhythmus ist nicht mal ein Problem. Den kriege ich richtig hin. Aber ich kriege die Noten nicht hin. Also ich treffe die richtige Tonlage nicht. Der Rhythmus ist nicht das Problem. Das geht. Drache, sag mal. Sag, dass ich brav bin. Du bist nicht nicht brav. Erwachsen? Falscher Satz. Was heißt das schon? Hey, Drache, sei nicht so depressiv. Wer ist das? Depressiv? Ich bin nicht depressiv. Ich bin ich. Und du? Noch einmal den Song und dann gehe ich offline. Der gefällt mir gerade so gut. Der Rhythmus ist schön. Wichtig ist aber doch das, was die Musik aussagt. Ja, ist auf jeden Fall. Gute Nacht euch an. Alles klar, orange in den Ski. Tief in dir bist du ein Kind geblieben. Verdammt, ich hab den Text verkackt. Mach doch aber auch nichts. Zu spät, zu spät. Gebt keine Daten untereinander weiter. Glaubt mir, das werdet ihr bereuen. Gute Nacht, Drache. Jo, hau rein, Mia. Lust auf Gast? Ja, hätte ich, wenn ich jetzt dann nicht offline gehen würde nach dem Lied. Geblieben gestern, welches mehr spüren kann. Nicht gestern, sondern erst dann.
Zu spät. Erst dann. Ach Mann. Jedes Mal. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Was ich nicht so geil finde, ist, dass dann immer noch reingequatscht wurde in den Song, weil das Ende eigentlich so schön ist. Naja. Hilft ja nichts. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid alle dann morgen oder zum nächsten Stream generell wieder mit dabei. Ich werde jetzt erstmal aufs Klo gehen. Dann werde ich ins Bett gehen. Nach dem Duschen, versteht sich. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend. Haut rein, macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande und bleibt anständig. Ciao.